Ja, hallo zusammen und willkommen hier bei unserem neuen Marktupdate vom Schuldschein fürs erste Quartal. Ich bin hier mit meinem Kollegen Ulrich Kirchner, den Sie sehr wahrscheinlich gut kennen, der hier bei der Helaba im Research-Team arbeitet. Ich arbeite im Origination-Team von der Helaba und kümmere mich um die französischen, belgischen und spanischen Kunden. Ja, Uli, in deine Richtung. Wie hat der Schuldscheinmarkt Anfang 2024 im ersten Quartal gestartet? Ja, nach unserem jetzigen Kenntnisstand wurden im ersten Quartal 2024 um die 4 Milliarden Euro platziert. Das ist zugegebenermaßen vielleicht auf den ersten Blicken etwas zögerlicher Start. Aber man muss insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass das erste Quartal des letzten Jahres sehr viel besser gewesen ist. Allerdings muss man berücksichtigen, dass diverse Deals wahrscheinlich noch nicht bekannt sind an der Stelle. Und zum Zweiten wurde das Volumen des letztes Jahr durch die Rekordemission von Porsche von über 2 Milliarden Euro etwas verzerrt. Wenn man diese zwei Faktoren mit berücksichtigt, würde ich sagen, ist der Schuldscheinmarkt doch recht solide in diesem Quartal gestartet. In der Tat, da gebe ich dir recht. Aber abgesehen von den allgemeinen Marktentwicklungen, welche Tendenzen siehst du im ersten Quartal? Ja, also besonders erwähnenswert ist sicherlich, dass die französischen Emittenten endlich an den Markt zurückgekehrt sind, nachdem sie über weite Teile von 2023 abwesend gewesen sind. Der Grund für diese Abwesenheit war natürlich der Restrukturierungsfall Orpea sowie damit einhergehende zögerliche Haltung der Investoren gegenüber französischen Emittenten. Jetzt, meiner Meinung nach, nachdem die französischen Emittenten wieder am Markt präsent sind, denke ich auch, dass der Markt anderen nicht deutschen Emittenten wieder vollkommen offen steht. Ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen für die Zukunft. Aber Frederik, was sind denn deine aktuellen Wahrnehmungen vom Schuldscheinmarkt? Also was wir auf der Origination-Seite sehen, ist, dass im Markt eher ein Mangel an Angebot seitens Emittenten gibt. Was positiv zu berichten ist, ist, dass die Liquidität im Markt immer noch da ist. Wir sehen es an unseren Ordernbüchern, die echt robust gelaufen sind und vor allem auch granulare Orderbücher, auch bei französischen Emittenten, die wir jetzt im ersten Quartal begleitet haben. Das ist auf jeden Fall positiv hierzu zu sagen. In der Tendenz, die wir sehen, ist, dass vor allem für ausländische Emittenten sehr viele Fälligkeiten für dieses und nächstes Jahr anstehen. Und da sind wir uns der Meinung, dass da natürlich sehr viel Arbeit auf uns zukommt, diese Fälligkeiten dann zu refinanzieren. Dies gesagt, was siehst du für weitere Tendenzen fürs nächste Quartal im Schuldscheinmarkt, Uli? Ja, also was die allgemeine Marktperformance dieses Jahr angeht, würde ich sagen, dass es vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, um konkrete Aussagen zu treffen. Im Moment sind ungefähr 8 Emittenten in der Vermarktungsphase. Das ist nicht besonders viel, würde ich sagen. Aber ich denke, im Verlauf des weiteren Jahres werden wir weiterhin mehr Franzosen sehen, die an den Markt kommen. Darüber hinaus denke ich auch, dass sich andere nicht deutsche Emittenten rege beteiligen werden. Von daher bin ich eigentlich recht optimistisch für die Dynamik im weiteren Verlauf des Jahres. Aber wie gesagt, vielleicht ist es im Moment noch ein kleines bisschen zu früh, um konkrete Aussagen für das Gesamtjahr zu treffen. Ja, danke Uli für diese Einblicke und auch danke an Sie fürs Zuhören. Ich bin gespannt, wie es im Schuldscheinmarkt jetzt weitergehen wird und freue mich schon auf das Wiedersehen beim nächsten Schuldscheinmarkt-Update.